Ja, mir fällt ja, also ich Ja. hatte, Ja. keine Ahnung, Dienstagnacht oder so ein langes Telefonat, wo wir darüber gesprochen haben, welche Möglichkeiten in letzter Instanz haben eigentlich Politiker, die zumindest für die sogenannte Ja. freiheitlich-demokratische Grundordnung stehen. Und mir ist dann so der Satz rausgerutscht, naja, im Zweifelsfall haben sie nicht die Polizei und haben sie nicht das Militär. Das war so die kurze Ja. Zusammenfassung der letzten Monate mit einer, ich nenne das jetzt mal Hannibal-Nachricht nach der nächsten. Ja, das ist tatsächlich eine der großen Gefahren, die vielleicht nicht so ganz sichtbar sind. Also inwieweit ist der es quasi steht, wenn es darauf ankommt, der Staatsapparat hinter der ja, parlamentarischen Demokratie, inwieweit ist der Staat dann doch, die Staatsapparat sind doch genug Bürokraten, Sicherheitskräfte dazu bereit zu sagen, im Zweifelfall auf lieber Sicherheit und Ordnung und die Freiheit kann man auch durchaus etwas einschränken, das ist jetzt nicht so zentral und Minderheitenrechte und ähnliches ist sowieso eigentlich nur Beiwerk. Das ist eine große Schwierigkeit und eine große Probleme, wo man vorher, also bevor es dazu kommt, eigentlich schlecht das ausmachen kann. Also wir haben keinen genauen Einblick, inwieweit sich solche bestimmten Gedankenmuster, bestimmte Verhaltensweisen im Staatsapparat einnisten, bevor es dann dazu kommt. Also im Fall der Türkei wissen wir das nachträglich, dass es doch sehr, sehr viele Staatsanwälte, Richter, Polizeipräsidenten, aber auch einfach Polizisten bereit waren und ja, also quasi aus sich heraus diesen autoritären Kurs der AKP mitgetragen haben und Oppositionelle inhaftiert haben, verurteilt haben, aufgrund von frei erfundenen Beweisen und so weiter. Und jetzt wäre sozusagen die Frage, ist sowas Ähnliches in Deutschland ebenfalls möglich? Und ich glaube, eine große Schwierigkeit ist quasi für uns als Linke, als Antifaschistinnen, dass wir solche Entwicklungen nicht von uns aus stoppen können. Also wir sind da doch darauf angewiesen, dass die sogenannte bürgerliche Mitte einsieht, dass bestimmte rechte Entwicklung am Ende auch sich gegen sie wenden wird. Und diese Einsicht hat sich aber jetzt noch nicht so manifestiert, dass man sich darauf verlassen kann. Und wenn man sich Thüringen anschaut, dann gibt es doch offensichtlich konservative Kräfte, denen es wichtiger ist, linke Sozialdemokraten von der Macht zu drängen, als zu sagen, wir errichten tatsächlich eine Brandmauer, einen Damm gegenüber offen rechtsextremen Akteuren, wie etwa die AfD das inzwischen ja ist. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Also wir müssen uns dann auf die bürgerliche Mitte einwirken und sie dazu bewegen, ja, bestimmte Schritte zu unterlassen, bestimmte Tabubrüche zu unterlassen. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, aus der wir nicht so rauskommen. Und es ist eine, würde ich mal sagen, für linke Diskurse sehr zumutende Herausforderung, die du aussprichst mit diesen Worten. Genau, also es gab jetzt ganz aktuell eine Äußerung aus Schleswig-Holstein von einer CDU-Politikerin, die tatsächlich davon spricht, dass man diesen Hufeisen-Vorstellung, also rechts, links, gleich, und dann gibt es die goldene Mitte, dass man es quasi aufgeben soll, überwinden soll. Und sie spricht aber gleichzeitig davon, dass sie eine überzeugte Antikommunistin ist. Jetzt natürlich die Schwierigkeit zu sagen, ich bin froh um eine CDU-Politikerin, die jetzt nicht wie viele andere einen Ramelow mit Höcke gleichsetzen. Gleichzeitig ist natürlich diese Positionierung als irgendwie überzeugte Antikommunist natürlich für Linke ist auch nicht so einfach hinzunehmen. Aber ich glaube, wenn man sich sozusagen die realen Machtverhältnisse anschaut und sich anschaut, wie stark die Linke in Deutschland ist, auch in der Geschichte war, dann ist, glaube ich, das etwas, also klar, es ist ein Ansatz, der natürlich sehr, sehr viel von Linken verlangt, aber ich glaube, dass da kein Weg vorbei führt, weil wir diese Entwicklung, gerade was den Staatsapparat manifestiert, von uns aus wenig
kontrollieren können oder das nicht aufhalten können. Also Dinge skandalisieren, mobilisieren und so weiter, das wird uns sicherlich mal besser, mal schlechter gelingen, aber im Staatsapparat Einfluss darauf nehmen, dass solche Positionen sich da nicht manifestieren, das ist, glaube ich, eine Sache, dass es Linken nicht so einfach gelingen wird. Ja, aber es ist eine große Schwierigkeit. Aber das, ich glaube, man muss die Dinge so benennen, wie sie sind. Also sich einzubilden, dass man mit Demonstrationen und mit Stellungnahmen eine solche Entwicklung aufhalten kann, ist, glaube ich, illusorisch. Also das ist, glaube ich, das Problem, wovor wir stehen. Das unterstreiche ich nicht gegen Demonstrationen spricht, nein, sondern... Ne? Also Demonstrationen sind wichtig, ja. Und dass jetzt die Stimmung jetzt in Deutschland doch so schnell umgeschlagen ist, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sowohl Linke, aber auch andere Teile der Zivilgesellschaft auf die Straße gegangen sind und klar gemacht haben, dass das nicht akzeptabel ist. Aber trotzdem hat das sehr lange gedauert und es dauert nach wie vor ja auch an, dass diese Kooperation mit der AfD doch wieder quasi rückgängig gemacht wird. Und ja, natürlich, ohne Proteste, ohne die Menschen auf der Straße wäre es wahrscheinlich so schnell nicht dazu gekommen. Ja. Aber das können wir skandalisieren, das können wir aufhalten, aber andere Dinge nicht. Und darum müsste es eigentlich auch gehen. Ja, genau. Man müsste eigentlich AfD nahe Polizei als solche auch bezeichnen. Genau. Dann eben auch über die Institutionen dort Grenzen setzen. Das liegt fern der Möglichkeit einer linken Handhabe sozusagen. Genau. Also selbst wenn, wie zum Beispiel im Fall von Thüringen, eine rot-rot-grüne Koalition dort an der Macht ist, selbst dann kann sie ja nicht all diese Staatsanwälte, Richter, Polizeipräsidenten und so weiter einfach entlassen und durch andere ersetzen. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Das heißt, wir brauchen da auch andere Kräfte, die sich im Zweifelfall für die parlamentarische Demokratie entscheiden. Mhm. Und also es ist natürlich eine recht absurde Lage, in der wir uns befinden. Das ist dann die Linke, die Demokratie, die sie ja vielfach kritisieren, aus guten Gründen, also die Demokratie, wie sie in Deutschland existiert, trotzdem verteidigen müssen. Ja, und es ist eine der zentralsten historischen Lehren, die die deutsche Linke aufbekommen hat. Ja. Und 1989 bei der deutschen Einheit nicht gesehen hat, kann man vielleicht auch hinzufügen. Genau. Ich glaube, das ist sehr oft nicht gesehen worden. Das ist eine der Probleme. Ich will vielleicht ganz kurz einen Einschub machen, erstmal, bevor wir weitergehen. Die Handlungsfähigkeiten innerhalb des Staatsapparates war am Rande Thema auf einer Veranstaltung in Hamburg vor ungefähr 2 Wochen, wo es darum ging, was hat Connewitz Silvester mit G20 und Gefahrengebieten in Hamburg zu tun. Ja. Dort haben unter anderem Jule Nagel aus Leipzig und Christiane Schneider aus Hamburg gesprochen. Ja. Es tauchte die Frage auf, welche Einflussmöglichkeiten sind eigentlich in Berlin bei einer rot-rot-grünen Koalition auf eben diese Polizei, die ja zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Antifaschistin in ihrer Wohnung erschossen hat. Welche Einflussmöglichkeiten gibt es da eigentlich? Und dann gab es eine Meldung, die besagte, es müsse bei Rot-Rot-Grün eigentlich so eine Grundvoraussetzung sein von der äußersten linken beteiligten Kraft, dass sie das Amt des Innensenators oder der Innensenatorin übernimmt, um den Polizeiapparat aufzuräumen. Antwort von Christiane Schneider auf einer öffentlichen Veranstaltung: Das würde ich nicht überleben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Hass mir begegnet. Ja. Das wollte ich nur mal so einschieben. Eine öffentliche Äußerung, die
richtig viel über das Klima in diesen Staatsapparaten auch zum Ausdruck bringt. Also es sind eigentlich quasi ganz viele Kämpfe, die man gleichzeitig führen muss. Das eine ist eher eine Art Defensivkampf, dass man die Demokratie, also die parlamentarische Demokratie mit all ihren Mängeln und Unvollständigkeiten verteidigen muss. Das ist das eine. Man muss natürlich gleichzeitig die weitere Demokratisierung der Gesellschaft vorantreiben. Also ganz viele Bereiche in der Gesellschaft sind ja von Demokratie weit entfernt. Wenn man sich Betriebe anschaut, wenn man sich Teile der Gesellschaft anschaut, dann ist natürlich dort, das funktioniert nach rein autoritären Prinzipien. Ein Betrieb wird nicht darüber abgestimmt, was dort wie gemacht werden gemessen wird, sondern es wird entschieden von der Führungsetage. Das heißt, ganz viele Bereiche in Gesellschaft sind ohnehin von demokratischen Prinzipien ausgenommen. Und dort geht es erstmal darum, dort die Demokratie auszuweiten. Gleichzeitig muss man schauen, wie man die Demokratie, wie sie schon da ist, quasi überhaupt noch schützen kann. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie kann man Institutionen wie etwa Polizei, aber auch Armeen, die von Grundsatz her ein Sammelbecken bilden für rechte autoritäre Personen, wie kann man dort so agieren, dass man die Gefahren, die daraus wachsen, minimiert? Und das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit, dass, wenn man sich auch die deutsche Geschichte anschaut, dass eigentlich diese Institutionen immer wieder dafür gesorgt haben, dass die kleinste demokratische Entwicklung dann direkt wieder niedergeschlagen wurde. Also man kann sozusagen in die Geschichte noch weiter zurückgehen, 1920 mit dem Kapp-Putsch, wie sich da dort die Armee verhalten hat, wie sich dort die Sicherheitskräfte verhalten haben. Das ist eine ganz lange Geschichte davon, dass eigentlich gerade diese Institutionen, die dafür sorgen sollen, für das Überleben der hiesigen Demokratie, in vielen Fällen sich dann doch dagegen entscheiden. Das ist eine große Schwierigkeit. Und ich glaube, dass die Einschätzung, dass wenn explizit Linke in solche Posten kommen und dann die Polizei und ähnliche Institutionen neu ordnen sollen, dass dann gerade der Person natürlich in große Gefahr geraten, ist, glaube ich, keine Übertreibung, sondern durchaus real. Ich teile durchaus die Einschätzung, dass es so einfach nicht gehen würde. Aber es sind Dinge, die wir gleichzeitig machen müssen, die alle eigentlich sehr große Gefahren und auch sehr große Kraft bedürfen, und gleichzeitig sind sie notwendig. Das ist aus der Krux kommen wir eigentlich nicht.